Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Claudia, ich freue mich darüber, dass du für die nächste Amtszeit Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen wirst. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis. Du hast es dir wirklich verdient. Ja, und ich bewerbe mich jetzt darum, zum zweiten Mal der Mann an der Seite von Claudia zu sein, liebe Freundinnen und Freunde. Ich finde, dass die Claudia und ich und natürlich auch die anderen im Bundesvorstand ein gutes Team bis jetzt waren. Und wir wollen die Arbeit gerne in derselben Zusammensetzung fortsetzen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, weil ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, dass wir im Naturell nicht unbedingt immer hundertprozentig identisch sind. Warum das so gut klappt zwischen uns beiden? Nachdem jetzt die Claudia gewählt ist, kann ich es ja sagen, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich kann es euch verraten. Mein persönlicher Leitfaden oder mein Geheimnis, warum ich mich so super gut verstehe mit der Claudia und warum ich gerne Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen wieder werden möchte, ist, dass ich so als Leitfaden für meine Arbeit, vielleicht kennt es die einen oder anderen, von Douglas Adams das Buch habe, Per Anhalter durch die Galaxis, und das Motto ist, don't panic. Und mit diesem Motto, liebe Freundinnen und Freunde, kann nichts schiefgehen als Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Aber es gibt noch ein zweites Geheimnis, das ich bei dieser Gelegenheit gerne lüften würde. Ich meine, man kann es ja aussprechen. Es gibt ja so Zuschreibungen, die Claudia vertritt quasi den linken Flügel der Partei und ich bin quasi der Realo im Bundesvorstand. Das heißt, ich bin dazu da, so ist es inszeniert, der die Grünen öffnet ins bürgerliche Lager. Jetzt will ich euch mal was sagen. Ich verneige mich in Neid vor Claudia, denn eines habe ich nicht geschafft, schaffe ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht schaffen. Sie ist die Einzige, die heute bei heute.de eine Hommage von Günter Beckstein hat und dann noch einen Candy Storm von der Grünen Jugend zusammen. Diese Bandbreite, die muss man erst mal schaffen. Ich kann nur sagen, die wahre Volkspartei, die sitzt da oben, liebe Freundinnen und Freunde. Da kann ich mir noch eine Scheibe davon abschneiden, diese Breite anzulegen. Das schaffe ich nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich mich hier so umschaue, ein paar davon, die ich hier sehe, sind auch schon länger dabei. Ich bin jedenfalls mit Ende, ich kann es sogar genau sagen, November 81, mit damals Ende 15 Jahren in Bündnis 90 Die Grünen, damals Die Grünen, im schwäbischen Bad Urach eingetreten. Und ich hatte damals zwei Gründe oder zwei Dinge, die mich tierisch geärgert haben, warum ich Politik machen wollte. Das eine war, weil man immer gesagt hat, das war schon immer so und es bleibt so. Und das Zweite war, man kann sowieso nichts machen. Und ich glaube, euch geht es genauso wie mir, dass ihr euch immer höllisch über diesen Satz oder über diese zwei Sätze geärgert habt. Und wir haben jetzt 30 Jahre hinter uns. Und wir haben bewiesen, das stimmt nicht. Man kann was machen, man muss was machen. Und wir alle machen was, liebe Freundinnen und Freunde. Und die meisten von euch in der Freizeit, aber wir machen was. Und natürlich wird man älter. Das Haar wird schütter, graue Haare kommen. Aber man fragt sich dann auch immer, geht es einem dann so wie Groucho Marx, der irgendwann mal gesagt hat, years after years I found the answer of the question, but what was the question? Wenn es uns mal so geht, dann müssen wir aufhören mit der Politik. Ich kann euch sagen, mir geht es nicht so. Ich habe immer noch die Träume von damals, als ich angefangen habe, Politik zu machen. Ich habe geträumt von einer anderen Welt, in der es keine Kriege mehr gibt. Ich habe geträumt von einer Welt, in der niemand hungern muss. Ich habe geträumt von einer Welt, in der nicht Pflanzenarten, Tierarten verloren gehen, die ich meinen zwei Kindern nicht mehr zeigen kann, weil sie es nicht mehr geben wird, wenn sie in dem Alter sind, wo sie das bewusst mitkriegen können. Ich habe geträumt und träumt davon, dass der Staudamm in Hasankeyf, wo ich vor kurzem war, das hoffentlich nie gebaut wird, dass meine Kinder das sehen können, wie wunderschön es ist, 12.000 Jahre Geschichte ohne einen Staudamm, den keiner braucht dort. Ich habe geträumt von einer Welt, wo alle ihre Meinung frei sagen können, egal in welchem Land sie leben. Und ohne, dass sie Angst davor haben müssen, eingesperrt zu werden, gefoltert zu werden, ihr Land verlassen zu müssen, auf die Flucht sich zu begeben und dann ein unsicheres Schicksal zu erleben. Und ich träume immer noch dieselben Träume, weil wir haben das nicht erreicht. Sondern es ist ein permanentes Bemühen und da brauchen wir uns alle dazu, liebe Freunde und Freunde, und langen Atem. Wenn ich zurückblicke auf die Amtszeit in Freiburg, die letzte Wahl in den Bundesvorstand, seither ist einiges passiert. Ich sage das auch deshalb,
weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo man schnell vergisst, was noch gestern und vorgestern war und sich schon beschäftigt mit der neuesten Twitter-Meldung und alles andere schnell vergisst. Die Zeit rast, aber Fukushima ist gerade mal 18 Monate her. Es ist nicht so, dass das alles gelöst wäre. Es ist nicht so, dass da keiner mehr sein Leben verliert, dass keine Gesundheitsrisiken mehr bestehen. Aber es ist vielleicht heute nicht mehr in den Gazetten. Aber das Thema muss uns nach wie vor beschäftigen. Denn nur weil wir den Atomausstieg in Deutschland besiegelt haben, ist das Thema nicht von der Tagesordnung. Der weltweite Kampf zum Ende der Atomenergie und zum Ende der Nutzung, der Verstromung von Kohle, der geht weiter und der ist erst dann zu Ende, wenn wir unsere Aufgabe als Generation vor unseren Kindern und Kindeskindern mit Anstand erfüllt haben. Ich habe gestern in meiner Rede über die Morde der NSU gesprochen. Das ist ein Jahr her. Das ist auch nicht so arg lang Zeit. Ein Jahr ist seither vergangen. Nichts davon lässt sich rückgängig machen. Weder lassen sich die 10 Toten zurückholen, noch lässt sich Fukushima zurückholen. Aber wir können was tun, damit sich das nicht erneut ereignet. Und darum müssen wir gemeinsam dafür kämpfen, dass wir in der Gesellschaft leben, die sich gegen die Rassisten zur Wehr setzt und nicht gegen die Opfer von Rassismus. Und da können wir viel dafür tun. Das ist kein Naturgesetz, dass es so sein muss. Das nächste Jahr, das Jahr 2013, ist ein besonderes Jahr in der Geschichte von Bündnis 90 Die Grünen. Es wird ein Jahr der Weichenstellungen. Und es wird ganz zentral auf uns alle hier ankommen, ob wir das schaffen, dass es zum Regierungswechsel, aber das reicht mir nicht und euch sicherlich auch nicht und auch zum Politikwechsel kommt, denn das macht eben den Unterschied, wenn Bündnis 90 Die Grünen in der Regierung sitzt. Und dafür müssen wir alle mitnehmen, die irgendwie Grüne wählen könnten oder können und müssen gucken, wie wir die an Bord bekommen, damit wir unseren Beitrag dazu leisten, dass es zum Wechsel kommt. Machen wir uns nichts vor. Auf Schwäbisch sagt man, das ist kein Gmäts Wiesle. Da fehlt noch eine kräftige Schippe, bis wir wissen, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Das gilt für uns und es gilt für die Sozialdemokraten, dass wir noch deutlich zulegen müssen, dass wir es schaffen. Einen wichtigen Schritt dazu haben wir geleistet. Wir haben die Spitzenkandidaten gewählt, die Katrin und den Jürgen. Ich glaube, mit den zweien vorne werden wir die Republik rocken, da bin ich ziemlich sicher, liebe Freundinnen und Freunde. Aber jetzt kommen auf uns, die wir hoffentlich nachher da vorne sitzen werden, mit euch gemeinsam noch viele wichtige Aufgaben zu. Wir müssen einen Programmprozess organisieren. Und ich finde, die Claudia hat es vorher schon gesagt, das war eine spannende Erfahrung mit der Urwahl. Deshalb ist es richtig, dass wir sagen, bei uns sollen nicht nur über die Köpfe durch die Mitglieder entschieden werden, sondern auch die Inhalte sollen bitteschön durch die Mitglieder entschieden werden. Darum begrüße ich es, dass Bündnis 90 Die Grünen bereits beschlossen hat. Wir wollen die Schwerpunkte im Wahlprogramm ebenfalls durch die Mitglieder beschließen lassen. Auch da sind wir den anderen Parteien eine Nasenlänge voraus. Ihr wisst, und wenn ihr es nicht wisst, dann sage ich es euch, ich freue mich auf diesen Wahlkampf. Wenn ich mir was zutraue und wenn ich was kann, dann ist es, glaube ich, Wahlkampf. Ich würde nicht so weit gehen wie die Claudia, von der ich gehört habe, dass sie ab und zu sogar im Wahlkampf Bus schläft. So weit geht es jetzt noch nicht ganz so. Aber ich freue mich, durch die Dörfer und die Städte zu ziehen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es zu diesem Wechsel kommt. Und wenn man vorne steht und spricht, jetzt nicht in der grünen Versammlung, sondern in der Versammlung, wo mehr Leute sind, die nicht von vornherein Grüne sind, dann ist immer das Schönste, wenn wenigstens ein paar Leute drin sitzen, die nachher sagen, das ist zwar einer von den Grünen, die sind ein bisschen komisch, aber so ganz falsch ist es nicht, was er zum Betreuungsgeld sagt. So ganz falsch ist es nicht, was er sagt zum Thema Europa. So ganz falsch ist es nicht, was er sagt zum Thema Mindestlohn oder zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Und das müssen die 60.000, die wir jetzt knapp sind, alle miteinander in dieser Republik leisten. Dann schaffen wir das. Ich will mit euch zusammen diese Bundestagswahl repolitisieren, denn die letzte Wahl war nicht politisch. Das war im Schlafwagen von Frau Merkel. Repolitisieren heißt,
Wir gehen nicht nur auf die Straße, wir gehen nicht nur auf die Marktplätze, sondern wir gehen zum kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen. Wir gehen in die Moscheegemeinde, wir gehen zum alevitischen Jamhaus, wir gehen überall dorthin, wo Leute sind, die wir noch überzeugen können für unsere Inhalte. Und was wir nicht tun werden, um den Mythos zum Abschluss nochmal endgültig in der Tonne zu versenken, wir gehen da nicht hin und sagen denen, übrigens das, was wir da in Hannover beschlossen haben, das meinen wir gar nicht so. Darum haben wir ja gerungen um die Beschlüsse. Darum kämpfen wir bei den Grünen immer um jeden Beschluss, weil wir es ernst meinen. Wenn wir es beschlossen haben, dann wollen wir es auch machen. Und meine Erfahrung ist, lasst euch das nicht einreden, dass es da irgendwelche anderen gäbe, an die wir nicht rankommen können. Wenn ich mit Leuten rede, dem Handwerksmeister, da passiert mir manchmal Folgendes. Dann erzählt er mir, erstens, manchmal hat er eine Tochter oder einen Sohn, die selber einen Mann oder eine Frau haben, die einen Migrationshintergrund haben. Und dann sagt mir derselbe Unternehmer, der vielleicht bis jetzt CDU gewählt hat, warum das eine Sauerei ist, dass es immer noch einen Visumszwang für die Türkei gibt und dass er aufgehoben gehört, weil nämlich die Familienangehörigen seiner eigenen Tochter nicht nach Deutschland kommen können zur Hochzeit. Also da haben wir Partner, die müssen wir abholen. Und derselbe konservative Unternehmer erzählt mir, dass der Sohn oder die Tochter oder sonst jemand in der Familie schwul oder lesbisch ist und sagt, die sexuelle Selbstbestimmung umfasst eben halt auch das Steuerrecht, aber sie umfasst halt auch das Adoptionsrecht und er versteht es nicht, warum man das anders sehen kann. Und auch dafür kämpfen wir, aber nicht indem wir unsere Inhalte abschleifen, sondern indem wir mit unseren Inhalten offensiv auf die Leute zugehen. Muss immer ehrlich sein, wo ich noch ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist mit unserer Drogenpolitik, da kämpfe ich noch an den Argumenten, aber auch das schaffen wir, da bin ich mir sicher, liebe Freundinnen und Freunde, dass auch da die nötige Zustimmung kommt. Zum Schluss, Claudia, das machen wir nochmal bei dem Pfeifchen, unterhalten wir uns das nochmal. So, liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss, ich habe gerade eben auf dem Herweg noch gesagt bekommen, ihr wisst ja, in Baden-Württemberg gibt es den FDP-Landesparteitag, geschehen gerade ganz spannende Dinge. Und die tweeten ja auch, die wollen ja auch zeigen, dass sie netzaffin sind. Jetzt lese ich euch mal vor, was die FDP Baden-Württembergs getweetet hat. Müssen diesem grünen Treiben Einhalt gebieten. Ihr Stuttgarter habt ja noch keine Ahnung, wie schlimm das werden kann. Das tweetet die FDP. Und ich sage euch, wir werden dafür sorgen, dass denen noch Hören und Sehen vergeht. Ich will da meinen Beitrag dazu leisten, mit euch gemeinsam. Ich freue mich drauf und wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, das juckt mich jetzt einfach in den Fingernägeln wegen Stuttgart. Jetzt haben wir den Winfried, da hinten sitzt er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Wir haben den Fritz Kuhn, über den wir uns gestern gefreut haben, als ersten Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt. Aber lasst uns doch noch ein bisschen mehr die FDP und die CDU, CSU ärgern. Das macht einfach Spaß. Ich möchte neben Hans-Christian Ströbele, der in Kreuzberg-Friedrichshain das Direktmandat hat, im zugegebenermaßen etwas linksliberal grün-bunten Kreuzberg-Friedrichshain, im bürgerlichen Stuttgart. Und zwar nicht mit Hans oder Gustav oder Ebert oder Josef, sondern mit dem Namen Cem Özdemir ein weiteres grünes Direktmandat holen. In der Breite, Ströbele, Özdemir. So stelle ich mir die Grünen vor. Danke euch.